Damn. Yeah. Hallöchen. So, kommen wir mal zum schlussendlichen Fazit. Wer denn nun besser oder schlechter ist, in meinen Augen natürlich, kann ja natürlich nur von mir sprechen, wie ich das Ganze sehe, wie ich das Ganze einschätze, bla bla bla. Nochmal, für die, die jetzt erst einschalten, es gibt noch zwei andere Ports. Es gibt einmal Port 1, wo ich die Autos so, wie sie hier stehen, vergleiche. Und ein Port 2, in dem ich ein paar Vorszenen zeige, die ich leider jetzt, die waren ein bisschen eingeschränkt durch die Temperaturen, durch das Wetter und des Weiteren. Aber jetzt kommen wir mal zum schlussendigen Fazit, welches Auto ich als besser empfinde. Wir gehen natürlich von RTR aus, ne? Nehmen erstmal die Karo ab. Hier haben wir den E-Max. Hier haben wir den Savage. Ja. Ich hatte im ersten Port die grundlegenden Sachen, die unterschiedlich sind, erwähnt. Auf ein paar kleine Dinge gehe ich jetzt nochmal schnell ein. Zum einen, was als erstes natürlich auffällt, ist die Bauweise. Hier haben wir eine normale Chassisplatte aus Kunststoff. Hier haben wir diese Vertical Plate Chassis Layout mit zwei vertikalen Platten aus Alu. In der Mitte die Elektronik, das Getriebe in der Mitte. Und da angrenzend sind dann Bulkhead und Achsen. Beim Chassis, beim E-Max normales Chassis, Bulkhead, Achsen. So einfach ist eigentlich das Grundprinzip. Regler, Motoren sind quasi identisch. Beide von Castle, hier mit Traxxas Label, hier mit HPI Label drauf. Übersetzungsmäßig ist der HPI ein bisschen kürzer übersetzt. Dadurch macht der auch auf 4S im Stand Backflips, was der E-Max nicht macht. Der ist ein bisschen länger übersetzt von Haus aus. Ja, sollte aber zu erwähnen sein. Was haben wir noch groß gemacht an den Autos? Eigentlich nicht viel. Wir hatten ja hier nochmal diese 1:5er Reifen drauf montiert. Was aber nicht so wirklich geklappt hat, da war das Auto wirklich vollkommen überfordert damit. Dann sind wir jetzt wieder auf 17 mm gefahren. Jetzt sieht man auch, dass es die gleichen sind, wie ich ja gesagt hatte im Livestream, glaube ich. Gefahren sind beide auf 4S. Das ist jetzt nicht der aus dem Vorvideo. Aus dem Vorvideo war das der von dem Andreas. Nochmal danke dafür. Weil der von Andreas halt mehr Stock ist als meiner. Quasi ist komplett Stock. Außer eine Dämpferbrücke und Reifen. Ja. Was gibt es noch groß zu sagen eigentlich zu den Autos? Im Prinzip nicht viel. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen was verändert. Am Savage habe ich den ein bisschen anders eingestellt, dass man damit auch springen kann. Deswegen ist er jetzt ein bisschen weicher als sonst. Hinten hat er leider Öl verloren. Wohl. Bei der Fahrt. Sind also nicht ganz dicht die Dämpfer, aber macht es jetzt auch nicht anders, das Fazit, also mein Fazit, wird das jetzt nicht groß beeinflussen. Ich mache es eigentlich kurz und knapp am besten. Für mich ist das bessere RTR-Auto der Savage. Warum? Hatte ich schon in Part 2 gesagt, in diesen Vorvideos, dass der Savage aus der Box raus das bessere Auto ist. Preislich liegen sie ja nicht so weit auseinander, von daher ist der Savage vom Preis her das bessere Auto. Ich krieg's kaum über die Lippen, aber es ist wirklich so. Wenn man das Ganze objektiv betrachtet, ist es ganz einfach so, weil ihr habt den kompletten Antriebsstrang aus Stahl, Heavy Duty, alles Picobello, alles top. Wie gesagt, was beim E-Max halt nicht ist. Ja, Plastikwellen, Plastik-Bulkheads, halt im Prinzip alles Plastik. Das ist halt der Nachteil an dem E-Max. Man muss sowieso Bulkheads ändern. Antriebswellen ist nicht unbedingt, aber das ist halt die Sache. Deswegen sage ich Savage. Bin zwar, weiß Gott, kein HBI-Freund, absolut nicht, aber hier muss man wirklich ehrlich sagen, er ist das bessere Auto aus der Box heraus. Er macht auch mega Fun. Jetzt vom Vorbild her nehmen sich beide nichts. Es sind beides die gleichen Antriebsorten. Slipper beide, da merkt man auch, extrem Wheelie-lastig, Backflip-lastig.
etc. Wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, nur beim Savage ist es halt ein bisschen krasser, weil er halt kürzer übersetzt ist. Dadurch hat er ein bisschen mehr Druck und macht dann halt im Stand Backflips. Vor- und Nachteile hatte ich in den anderen Videos ja schon erklärt. Auf jeden Fall, wenn ihr den Savage holt, investiert auf jeden Fall in diese Mitnehmer von Intergy oder in Tegi, wie ihr es nennen wollt. Das sind 17 mm mit Spurverbreiterung. Die sind perfekt für dieses Auto. Holt euch dann am besten, kann ich euch noch empfehlen, die Lois Pioneer MT. Die sind jetzt mit Offset. Die passen perfekt zu diesem Auto. Machen richtig Fun. Also wir hatten richtig Spaß an dem Tag, wo wir mit ihr ausgefahren sind. Macht richtig Fun mit den Reifen. Und das soll eigentlich das Ende davon sein. Bekommen tut ihr natürlich alles wie immer bei spielzeug-apen.de. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Das ist jetzt das Abschlussfazit. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.